上陸海軍は巡洋艦め西太平洋においてJapan 1945. Das Manhattan-Projekt hat sich verzögert. Die Atombombe blieb aus. Der Krieg dauert an. Die Vereinigten Staaten haben diese Möglichkeit durchaus vorhergesehen und eingeplant. Unter dem Codenamen Operation Downfall hat der Generalstab Pläne zur Invasion der japanischen Hauptinseln ausgearbeitet. Seinen Schätzungen zufolge waren Opferzahlen in der Höhe von 1,2 Millionen Zivilisten und Soldaten zu erwarten. Auch die Führung des Kaiserreichs Japan gab sich keine Illusionen hin. An einen Sieg war gar nicht mehr zu denken. Doch konnte vielleicht ein Waffenstillstand erzwungen werden, wenn der Blutzoll für die Amerikaner nur hoch genug ausfiel. Unter Aufbringung aller Opfer. Die Invasion beginnt am 1. November 1945, X-Day. 14 amerikanische Divisionen, unterstützt von 42 Flugzeugträgern, 24 Schlachtschiffen und 400 Zerstörern, landen von Okinawa aus an der Südinsel Kyushu an. Das Ziel der Teiloperation Olympic, die Einnahme des Südteils dieser Insel. Von den Flugfeldern im südlichen Kyushu aus sollte der Angriff auf die Hauptinsel Honshu im Frühjahr 1946 vorbereitet und unterstützt werden. 8. Dezember 1945, im Südosten der Insel Kyushu. Die Operation Olympic ist erfolgreich verlaufen. Im Südosten Kyushus konnten sich die amerikanischen Truppen bis zu ihrer Ziellinie nahe der Stadt Sendai durchkämpfen. Während nun im Süden der Insel die Amerikaner Vorbereitungen für die Invasion der Hauptinsel Honshu treffen, lauern im Norden der Insel immer noch japanische Verbände. Nun hat der Monsun eingesetzt. Es schüttet. Luftunterstützung unmöglich. Die Gelegenheit für die kaiserlich-japanischen Streitkräfte ist gekommen. 4 Divisionen wurden nördlich Sendai versammelt. Es ist an der Zeit, die imperialistischen Teufel zurückzuwerfen. Ja, mit diesem selbstgebastelten kleinen Intro herzlich willkommen zu einer neuen Let's Play-Serie. Wir spielen Japan 1945 aus der Panzer Campaign-Serie von John Tiller. Und das Ganze wird wie immer ein Play by E-Mail. Das heißt, ich spiele gegen einen menschlichen Gegner, den Duke of Marlborough aus der Community des Hobbygenerals. Einer meiner Lieblingsgegner. Wer die Panzer Campaign Serie nicht kennt, das ist die eher großtaktisch bis operationale Ebene bei den John Tiller Spielen. Das sind also Hex-based, Turn-based, Counter-based, ganz klassische Wargames und vom Maßstab her entspricht ein so ein Hex einem Quadratkilometer in etwa und eine Runde, wir haben in diesem Szenario 33 Runden, stellt eben einen Zeitraum dar von 2 Stunden bei Tag bzw. 4 Stunden bei Nacht. Der Titel Japan 1945 spielt, wie bereits angedeutet im Intro, in einem fiktiven, aber durchaus plausiblen Szenario. Und zwar ist das die Invasion Japans durch die amerikanischen Streitkräfte, die durchaus schon durchgeplant gewesen ist. Konkret spielen wir jetzt das Szenario Japanese Counterattack Take Sendai und ich werde auf Seiten der Japaner spielen. Also ich werde hier einen Gegenangriff starten. Wir haben den 8. Dezember 1945, 6 Uhr morgens. Es herrschen ganz schlimme Bedingungen. Und zwar haben wir Soft Conditions, der Boden ist schon durchfeuchtet und wir haben einen Sturm. Das heißt, da schüttet es, es ist die Monsunzeit. Ja, das gibt uns hier den Vorteil, dass die Amerikaner keine Luftunterstützung haben. Und wir werden versuchen, die Amerikaner, die schon wohl irgendwo hier stehen, entlang dieser Linie vermutlich,
Wir werden versuchen, die nach Süden zurückzuwerfen, nach Sendai, um eben dann in weiterer Folge die Vorbereitungen für die Invasion der Hauptinsel, die weiter südlich stattfinden, zu stören oder zumindest zu bedrohen. Okay, ich weiß zu diesem Zeitpunkt noch nicht genau, wie ich das machen werde mit den Zügen. Also ich werde jetzt nicht alle meine Züge im Detail in Echtzeit ablaufen lassen. Ich glaube, das wäre einfach zu langweilig und zu langwierig. Ich werde vielleicht dann jeden Zug nur die wichtigsten Bewegungen vielleicht dann zusammenfassen. Ja. Okay, und am Anfang geht es natürlich jetzt vor allem einmal um die Planung. Das heißt, ich schaue mal die allgemeine Lage an, meine eigenen Truppen und auch die Ziele, die wir haben in diesem Szenario. Und apropos Ziele, wir werden jetzt gleich damit beginnen. Was muss ich machen, um dieses Szenario zu gewinnen? Wie immer geht es um Siegespunkte. Das heißt, wir halten Siegespunkte, falls wir am Ende des Szenarios, also am Ende vom Zug 33, gewisse Bodenziele erobert haben. Ja? Und zwar seht ihr, das sind jetzt diese amerikanischen Flaggen, weil die nun momentan alle in den Händen der Amerikaner sind. Und da steht immer die Anzahl der Siegespunkte mit dabei. Ja? Also im Wesentlichen, ich blende mal kurz die Ortsnamen aus, damit das übersichtlicher ist, haben wir hier die erste Kette von Zielen. Die sind jeweils immer 100 Punkte wert. Das sind also sechs Ziele zum Wert von jeweils 100 Punkten. Dann haben wir hier eine oder zwei, so eine Zickzack-Linie aus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Objectives, die 200 Punkte jeweils wert sind. Und die Stadt Sendai hier ganz im Süden wäre sogar 300 Punkte wert. Also das ist die eine Quelle an Siegespunkten. Die andere Quelle ist einfach die Verlustbilanz. Falls ich mehr Verluste verursache beim Gegner als er bei mir, erhalte ich zusätzliche Siegespunkte. Wie viele Siegespunkte brauchen wir jetzt, um zu gewinnen? Das können wir hier nachschauen. Wir sind Japanese First Side. Das heißt, für ein Unentschieden brauchen wir zumindest 600 Siegespunkte. Falls wir 700 Siegespunkte haben oder mehr, dann ist das sogar ein Sieg für uns. Ab 800 Punkten wäre es ein großer Sieg und unter 500 Siegespunkten für uns wäre es auch eine große Niederlage. Ja. Wie schauen die Truppen aus, die wir zur Verfügung haben? Ihr seht jetzt da diese ganzen Counter. Das sind in der Regel, also die Einheiten, die wir hier haben, sind entweder in Bataillonsstärke unterwegs oder in sehr arg geschrumpfter Kompaniestärke oder wohl eher Zugstärke. Man kann auch die Bataillone aufteilen auf einzelne Kompanien, das geht auch, ja. Nur damit ihr da mal so einen Eindruck bekommt, um welche Größenordnung es sich hier handelt. Und die Farben, die ihr hier seht, das sind einmal die sogenannten Divisionsfarben. Also in der Regel entspricht eine Farbe einer Division. Wenn wir da zum Beispiel schauen, alles was hier so rosarot ist, das gehört zur 351. Division. Ja, wir haben hier grün, das ist eine etwas kleinere Organisationseinheit, das ist die 5. Kompositbrigade. Dann haben wir hier in hellblau die 206. Division. Wir haben in türkis die 146. Division. In dunkelblau nochmal so eine Kompositbrigade, die 6. Wir haben hier oben noch eine große Division, die 303. Wir haben hier ein Panzerregiment, das 37. Und sonst, dieses Rot ist zum Beispiel hier jetzt noch die Armeeartillerie, das heißt die Artillerie von der höheren Ebene. Wir haben hier ein Armee-Headquarter, eine Stabseinheit der 40. Armee. Und jetzt, wenn wir diese Armee anklicken und uns die Hierarchie anzeigen lassen, dann sehen wir schon, dass nicht alle Einheiten jetzt rot hervorgehoben sind. Ja, also die 351. Division und die beiden Kompositbrigaden hier unterstehen also nicht der 40. Armee. Das sollte man sich gleich einmal zu Beginn, ja, da sollte man sich drüber im Klaren sein. Das hat durchaus Auswirkungen. Also die Division hier wird also nicht so gut unterstützt wie die anderen Divisionen. Und sie kann zum Beispiel auch nicht die Armeeartillerie rufen mit ihren Einheiten. Ja? Also diese
Rot markierte Artillerieeinheit könnte jetzt nicht von diesen rosanen Einheiten hier gerufen werden. Ja. Okay, wie schauen diese Divisionen aus? Die sind alle ziemlich ähnlich aufgebaut. Also wir haben einen Divisionsstab mit dabei, der ist in diesem Fall sogar gar nicht einmal motorisiert, die sind zu Fuß unterwegs. Und die Division besteht in der Regel aus drei Infanterieregimentern. Schauen wir uns einmal ein so ein Regiment an. Haben wir hier das 330. Und hier ist das 1. Bataillon, das 2. Bataillon hier und das 3. Bataillon. Man darf sich da nicht irritieren lassen, warum steht da auch Kompanie vorn dran. Das ist deshalb, weil man eben die Bataillons hier noch auf Kompanien herunterbrechen kann, wenn man will. Ja. Und die erste Kompanie ist einfach die erste Einheit, die sich quasi in diesem Bataillonsstack befindet. Es befinden sich da auch noch die 2., 3. und 4. Kompanie drin. Ja. Weil da geht es dann mit der 5. weiter. Also das hat durchaus alles seine Ordnung. Und die einzelnen Bataillons haben dann oft auch noch so Unterstützungskompanien oder eher Züge, das sind wohl wirklich eher Züge, mit dabei. In dem Fall zum Beispiel ein MG-Zug und einen Panzerbüchsenzug. Oder manche haben auch tatsächlich hier kleinkalibrige 37mm Panzerabwehrgeschütze mit dabei. Also drei Infanterieregimenter. Die Qualität ist durchmischt. Also wir haben zumindest haben wir immer Moral C, das ist Durchschnitt. Aber wir haben auch hin und wieder, ich schau mal, wo das der Fall ist, ja, da haben wir zum Beispiel B, das ist schon ziemlich gut. Es gibt auch hin und wieder Einheiten mit Moral A sogar. Also von der Qualität her ist die japanische Infanterie in diesem Szenario ziemlich gut. Allerdings die Ausrüstung, da hapert es ein bisschen, ist auch sehr durchmischt. Und netterweise erkennt man das sogar an den Einheitenbildchen. Also ich kann jetzt, das habe ich mir schon eingeübt, es gibt so vier verschiedene Einheitenbildchen für die normalen Infanteriebataillons. Und die zeigen an, wie gut die Einheit equipped ist. Quasi, ja. Das da wäre quasi die mittlere Ausrüstungsstufe. Die hat daher einen Soft-Feuerwert von 5. Das ist quasi der normale Feuerwert gegen feindliche Infanterie. Einen Sturmangriffswert, Assaultwert 14, Defensive 16. Ja. Und wenn wir jetzt zum Vergleich schauen, das da ist die beste Ausrüstungsstufe, dieses Einheitenbildchen hier mit dem Tarnnetz am Helm. Das hat eben Soft-Feuerwert 7, Assault 18 und Defensive 18. Das ist also durchwegs ein bisschen besser als diese Ausrüstungsstufe. Nichtsdestotrotz, selbst die best ausgerüsteten Einheiten von uns sind kein Match für die amerikanischen Einheiten. Ja, also feuerkraftmäßig sind uns die Amerikaner sicherlich überlegen. Moralmäßig schaut es zumindest ausgeglichen aus. Okay, also das sind die Infanterieregimenter. Dann gibt es natürlich noch oft, das habe ich jetzt noch vergessen, die Infanterieregimenter haben auch oft noch Infanteriegeschütze mit dabei. Das ist also so eine Mini-Artillerie, kann man sagen. Wenn wir hier schauen zum Beispiel, das sind die Geschütze des 330. Infanterieregiments, 6 Geschütze. Und zwar sind das 75mm Kaliber. Und die haben also auch eine ziemlich erbärmliche Reichweite, nur von 4 Kilometern, also 4 Hexes. Ja. Also nicht unbedingt stark. Vor allem nicht in der Offensive, weil ihr müsst ja bedenken, wir werden uns nach vorne bewegen müssen. Das heißt, wir werden die immer wieder nachziehen müssen und das Auf- und Abprotzen und Aufstellen kostet immer sehr viel Zeit. Also gerade für die Offensive hätte man sich eher Artilleriegeschütze mit längerer Reichweite erhofft. Okay, dann gibt es natürlich auch innerhalb so einer Division auch noch gewisse Divisionsassets, sage ich einmal, Divisionseinheiten. Zum einen ist das die Divisionsartillerie, die also von allen Einheiten der Division gerufen werden kann. Das ist nicht regimentsspezifisch. In dem Fall haben wir hier 9 plus 8 plus 9 75mm Geschütze. Die haben jetzt aber, die sind langrohrig, das heißt, die haben eine anständige Reichweite von 15 km. Das heißt, die werden wir wohl nicht sehr viel bewegen müssen hier. Die feuern von hier hinten. Wir müssen uns das mal anschauen.
Das hier ist eine Reichweite von 15 Kilometern. Also das kann schon was. Und dann gibt es natürlich noch andere Einheiten auch. Ich denke, jede Division hat zumindest ein Aufklärungsbataillon. Das kann entweder sein, das kommt entweder auf Fahrrädern daher, oder aber wie hier in dem Fall auf Pferden. Das ist also tatsächlich eine Kavallerieeinheit. Und dann gibt es noch oft auch eine, zumindest eine Pionierkompanie dabei pro Division. Die kann in dem Fall kann sie nur die eventuell Minenfelder des Feindes räumen. Unsere Infanterieeinheiten selbst sind alle zu Fuß unterwegs. Das sollte ich vielleicht auch noch dazu sagen. Die sind nicht motorisiert. Okay. Dann haben wir diese Kompositbrigaden. Also hier die fünfte und da drüben in dunkelblau die sechste. Was ist das? Das ist eine, im Prinzip ist das wie ein Infanterieregiment ohne Unterstützungseinheiten und die einzelnen Bataillons sind sehr, sehr, sehr durchmischt. Also die haben da Moral A mittelmäßig ausgerüstet, Moral B gut ausgerüstet, B ganz gut ausgerüstet und B eher schlecht ausgerüstet. Also eine wilde Mischung. Der Unterschied ist aber, dass die Brigade Headquarter, die sind motorisiert. Das ist so der einzige Unterschied, den ich feststellen konnte. Und wie gesagt, diese Rosane Division und beide Kompositbrigaden sind nicht der 40. Armee unterstellt, sondern sind da eben eher so selbstständig unterwegs. Gut, ja, wie gesagt, diese hellblaue und die türkise Division, die sind sehr vergleichbar mit der Rosanen hier. Ist also gleich aufgebaut, drei Infanterieregimenter, a drei Bataillons pro Division. Dasselbe gilt auch für die für diese weiße Division hier. Wobei die wirklich extrem schlecht ausgerüstet ist. Also dieses Einheitenbildchen ist die am schlechtesten, das sind die am schlechtesten ausgerüsteten Infanteristen bei den Japanern. Okay. Dann haben wir noch das Panzerregiment hier. Das hat 9 leichte und 18 mittlere Panzer. Die Stabseinheit ist auch motorisiert. Und dann gibt es noch eine Infanteriekompanie und ein Pionierzug, ebenfalls motorisiert. Ansonsten gibt es noch die Armeeartillerie, wie gesagt. Da haben wir hier 9 Geschütze, 150 mm und hier unten noch einmal 9 Geschütze, 150 mm. Und das ist es dann auch schon. Wir haben in diesem Szenario keine Luftunterstützung und es kommt auch nichts mehr an Verstärkung an. Unser Scheduled Dialog ist hier völlig leer. Das heißt, wir müssen mit dem auskommen, was wir bereits jetzt auf der Karte haben, für die gesamten 33 Runden. Die Versorgungslage auch wichtig. Also unsere Versorgung erreicht die Karte hier im Norden mit einer Stärke von 70 von 100. Hier ist auch 70 und hier haben wir auch 70. Davon kommen aber nicht die vollen 70 Supply-Punkte sozusagen vorne an bei den Einheiten, weil wir haben eben jetzt ziemlich schlechte Bedingungen. Wir haben jetzt gerade einen Sturm und der Boden ist feucht. Das heißt, die Trucks, die hier unterwegs sind oder was auch immer, vielleicht auch Pferde, die kommen da nur sehr langsam und schleppend voran. Deswegen schauen wir uns das einmal an, was hier vorne ankommt auf der Karte, auf der Front. 64 Punkte, das ist immerhin recht gut, aber diese Einheit hier sitzt ja direkt auf der Straße. Schauen wir ein bisschen abseits der Straße, da haben wir jetzt nur mehr 54 Punkte. Das macht also schon sehr viel aus. Ja. Und da drüben schaut es vermutlich einmal noch viel schlechter aus. Ja, da haben wir schon echte Probleme mit dem Nachschub. Hier kommen nur mehr 40 Punkte an. Warum? Weil, wenn ihr schaut, da haben wir zwar eine Nachschubquelle mit Stärke 70, aber hier gibt es keine Straße dazwischen. Das ist also ein bewaldeter Hügel bzw. Berg. Ja, da geht es ordentlich bergauf. Und die Straße führt, wenn ihr genau schaut, da oben, ganz weit nördlich vorbei eigentlich. Ja. Und kommt dann da auch nicht mehr so leicht drüber. Das heißt, deswegen kommen da nur mehr 40 Supply-Punkte an.
Ja, da muss man aufpassen, das kann unsere Kampfkraft durchaus stark senken. Die Einheiten sind dann oft out of ammo, wenn sie in Kämpfe verwickelt werden. Und das bringt eine Feuereinbuße von 50%. Das ist also recht wesentlich. Ja, man kann das eben zum Teil verhindern, indem man die Regimentskommandeure möglichst nah bei den Einheiten dran lässt. Und ja, da sind wir aber auch auf eben diese Regimentskommandeure angewiesen, der Moral C ist auch nicht allzu toll. Also Supply ist sicherlich nicht auf die leichte Schulter zu nehmen hier, aber ich hoffe und nehme auch ein bisschen an, dass es die Amerikaner noch schlimmer treffen wird. Ich nehme mal an, die bekommen von unten, vom Süden, vielleicht auch da aus dem Osten, Südosten, ihren Nachschub. Und ich hoffe mal, dass die Nachschubstärke für die Amerikaner eher geringer ausfällt, weil das ja eine riesige Landungssituation ist, ja. Okay, also jetzt wissen wir mal Ziele. Also wir peilen mal 600 Siegespunkte für einen Unentschieden an, 700 bräuchten wir für einen Sieg. Wir haben uns unsere Einheiten einmal so ungefähr angeschaut. Wir haben sehr viel Infanterie mit, die ist von der Moral her relativ gut, das heißt, die kann auch gut Stürme angreifen. Ich sage nur Banzai. Von der Ausrüstung eher sehr durchmischt und auch nicht allzu mobil. Die sind hier alle zu Fuß unterwegs. Wir haben schon Artillerie dabei, aber oft diese kurzen Rohre, die also keine gute Reichweite haben. Und generell muss man auch sagen, haben wir nicht wirklich viel Artillerie dabei. Ja, also wer die Tiller-Titel aus der Westfront und Ostfront kennt, da gab es natürlich eine ganz andere Artilleriedichte als hier auf dem japanischen Festland. Also artilleriemäßig sind wir nicht allzu gut ausgestattet. Und als kleines Gimmick haben wir halt dort noch dieses Panzerregiment. Was man aber auch dazu sagen muss, wir sind da schon ziemlich festgeschrieben und haben nicht allzu viel Reserven und nicht allzu viel Spielraum. Also ihr seht ja, dass jetzt unsere Einheiten da eigentlich die Front schön ausfüllen, sage ich einmal. Aber wir haben nicht viel Elemente in unserem Rückraum, die wir dann noch gezielt einsetzen können. Mit Ausnahme dieser ebenfalls sehr langsamen und schlecht ausgerüsteten Infanteriedivision. Ja. Mit den Kompositbrigaden könnten wir uns ein bisschen was überlegen, vor allem hier. Und natürlich mit Panzerregiment, aber viel ist hier nicht, über das wir frei verfügen können. Ja. Okay, so, Wetterverhältnisse und Karte. Also allgemein sieht man ja schon, ist das Gelände da ziemlich schwierig. Ich habe da also so eine Art, ich komme da aus so einer Hügellandschaft raus, die zwischen zwei Tälern liegt. Also ihr seht hier in den Tälern, da ist es flach, da sind viele Reisfelder, da ist auch eine gute Straße, leider für die Amerikaner. Und hier geht es also ziemlich steil bergauf und das sind wirklich bewaldete Hänge. Also wenn wir schauen, wir haben da glaube ich so den Gipfel, das ist noch ein Namen. Ja, der Mount Chibi, der Schiebeberg. Der hat also da eine Höhe von 1000 Metern und schauen wir ins Tal hinab, geht es eben auf 0 Meter hinunter. Das heißt, das sind da eigentlich ziemliche Berge, ja, durch die wir uns da im strömenden Regen gerade durchkämpfen. Ihr seht es auch natürlich realistisch gemacht, die kleinen Flüsse, die da vom Berg runterkommen, ins Tal laufen und sich dann eben in dem großen Fluss hier sammeln. Also ab hier zählt der Fluss da als großer Fluss. Und generell natürlich daher auch die Sichtbedingungen ziemlich schwierig. Aufgrund der vielen Erhebungen, aufgrund des Waldes, ist es da schwer, ein genaues Bild vom Gegner zu bekommen, denke ich mir. Zumal vor allem jetzt, weil wir haben jetzt eben noch Sturm. Das ist ein besonderer Status mit ziemlich großen Auswirkungen. Erstens sind wir dann noch langsamer unterwegs, als wir es ohnehin schon bei diesen Bodenbedingungen, bei feuchten Bodenbedingungen sind. Also in der Regel kann man jetzt sagen, dass wir uns nur ein Hex mit jeder Einheit fortbewegen können pro Runde, solange dieser Sturm anhält. Gleichzeitig werden auch alle Feuerwerte und Nahkampfwerte halbiert. Das heißt, die Gefechte sind weniger entscheidend, sage ich einmal, in der Phase. Es ist schwieriger, dem Gegner viel Verluste zuzufügen. Und die Sichtweite ist von Haus aus auf ein einziges Hex begrenzt. Das heißt, wir sehen sowieso nur Einheiten, die
direkt angrenzend an uns sind, solange dieser Sturm eben vorherrscht. Dazu muss ich sagen, ich weiß nicht, ob und wann dieser Sturm vielleicht weggeht. Ja, das steht jetzt in den Sternen. Ich rechne jetzt einmal damit, dass der zumindest noch ein paar Runden wahrscheinlich anhalten wird. Es ist ja Monsunzeit. Okay. So, was habe ich mir jetzt überlegt, taktisch, wie legen wir das Ganze an? 33 Züge, das ist recht viel, das entspricht 3,5 Tagen ungefähr, die wir jetzt Zeit haben. Und also es gibt so, ich würde sagen, so zwei generelle Zugänge. Einerseits könnte man versuchen, eben einen tiefen Stoß zu setzen gegen den Gegner und also versuchen, zu den höheren Objectives durchzustoßen. Die andere Möglichkeit wäre es, eher entlang der ganzen Front eine weniger tiefe Offensive zu führen, sage ich einmal. Das heißt, dass man eben eher sich einmal auf diese erste Reihe an Objectives hier konzentriert. Und aus verschiedenen Gründen, die ich euch jetzt kurz zusammenfassen will, bin ich eher geneigt zu dieser zweiten Variante, das heißt zu einem eher sanften Vorstoß entlang der gesamten Front. Warum? Erstens ganz pragmatisch, je weiter südlich wir kämpfen, umso weiter entfernen wir uns von unseren eigenen Nachschubquellen und auch von unserem Armee-Headquarter hier. Ja? Und umgekehrt, je weiter südlich wir kämpfen, umso näher ist auch der Gegner bei seinen Nachschubquellen und eventuell seinen übergeordneten Stabseinheiten. Ja. Also das ist mal eine Überlegung, die gegen einen tiefen Stoß sprechen würde. Eine zweite Überlegung ist natürlich auch die, wir hätten ja an und für sich, wenn wir es schaffen, alle 100 Objectives hier einzunehmen, also diese erste Kette, dann hätten wir 600 Siegespunkte, das wäre schon einmal mit einer halbwegs ausgeglichenen Verlustbilanz ein Unentschieden. Das heißt, ja, wir müssen uns da gar nicht verlocken lassen, dass wir es irgendwie bis nach Sendai schaffen. Das ist wahrscheinlich eher illusorisch. Es würde reichen, wenn wir die 100 Objectives einnehmen und dann vielleicht noch ein 200er Objective. Hier oder hier. Das heißt, wir müssen uns die Latte ja nicht unbedingt höher setzen, als es unbedingt sein muss. Ja. Ein wichtiger Punkt. Die Mobilität. Ja. Ihr seht, wir haben da in unserem Rückraum eigentlich überhaupt keine Ost-West-Verbindung. Es laufen alle Straßen, laufen hier Nord-Süd. Ja, und eben durch diese schwierigen Hügel und Berge hindurch. Ja. Die einzige Ost-West-Verbindung, die wir haben, ist eigentlich da oben. Die Eisenbahnlinie durch Shibahiki. Hingegen der Gegner hat da in dem Tal von Sendai hat er eine super tolle Ost-West-Hauptstraße. Ja, das heißt also, wir hätten ziemliche Probleme und es würde ziemlich lange dauern, wenn wir eine Truppenkonzentration eigentlich schaffen wollen, um so einen tiefen Stoß zu machen. Ja, weil wir bräuchten dann ja mehr Einheiten auf diesem Fleck, um eben vorzustoßen, ohne unseren Nachschub zu gefährden. Gleichzeitig kann der Gegner auf so eine Truppenkonzentration relativ schnell reagieren, indem er seine Reserven über die Hauptstraße hier verschiebt. Ja. Also das spreche eigentlich ziemlich gegen diese Stoßtaktik und eher eben für ein Vorrücken auf der gesamten Front, so wie unsere Divisionen jetzt eigentlich schon ziemlich fix aufgestellt sind, eben aufgefädelt an den einzelnen Nord-Süd-Verbindungen. Wir haben einfach zwischen unseren Divisionen kaum Kommunikationsmöglichkeiten. Ein weiterer Punkt, der gegen den tiefen Stoß spricht, ist unsere Artillerie. Das heißt, zum Beispiel hier von der 146. Division steht die Divisionsartillerie hier hinten. Und die hat halt auch nur 15 Kilometer Reichweite. Die kommt also schon nur mal bis hierher. Und die Artillerie zu verschieben ist ein eher großer Aufwand in diesem Fall, weil hier keine Straße ist. Das heißt, wir müssen die Artillerie, die mit Pferden gezogen wird, da nach oben führen und dann bei Izumi wieder da hinunter erst bringen. Das heißt, das dauert schon einmal, ja, ich schätze mal, das wird fast einen ganzen Tag dauern. Und da würden wir also jetzt gleich einmal 19 Geschütze wirklich nicht nutzen können.
Das spricht also eher gegen diesen tiefen Stoß, denke ich mir. Weil wir auch eine Artilleriekonzentration nicht wirklich zusammenkriegen, so. Ja. Schon gar nicht mit den einzelnen Regimentsgeschützen. Und ein letzter Punkt vielleicht auch noch, ich weiß nicht, es könnte durchaus sein, dass der Gegner Verstärkungen bekommt von Süden. Und je weiter wir nach Süden vorstoßen, umso schneller erreichen uns auch die Verstärkungen natürlich. Ja. Hingegen, wenn wir eher im Norden bleiben, haben wir eventuell Zeit, falls wir diese erste Kette erobert haben, uns mit unseren Gruppen hier einzugraben und zu befestigen, bevor die Verstärkung ankommt. Oder zumindest bevor ein Gegenschlag kommt. Also ich glaube, all das sind eher gute Gründe, warum man hier einen Vormarsch auf breiter Front zu bevorzugen hat eigentlich. Ein tiefer Stoß erscheint mir kaum möglich. Wir können unsere Truppen nicht wirklich konzentrieren. Wir können keine Artilleriekonzentrationen erreichen. Ja, wir bewegen uns näher an den gegnerischen Supply hin und von unserem eigenen Supply weg zu den gegnerischen Verstärkungen hin. Der Gegner kann hier seine Reserven leicht verschieben. Also es spricht eigentlich alles eben für eher einen sanften, für eine sanfte Offensive auf breiter Front. Ganz konkret, wie gehen wir dann vor? Wie werden wir da jetzt die einzelnen Regimenter vorschicken? Auch da gibt es im Wesentlichen, denke ich, mit zwei Optionen. Eine Möglichkeit wäre es, mit Einheiten oder mit kleinen Einheiten, mit kleinen Detachements vorzustoßen durch gute Deckung, um einmal den Gegner zu sichten und dann mit diesen Detachements vor allem einmal Artillerie auf gegnerische aufgedeckte Feindkonzentrationen zu richten, um den Feind zu zermürben und erst dann eben mit voller Kraft anzugreifen. Diese Methode werde ich hier nicht wählen, weil es scheint mir einfach so, dass wir zu wenig Artillerie haben, um diese Taktik wirklich anzuwenden. Ja. Also auch wenn wir da zum Beispiel eine einzelne Kompanie abspalten und dann da nach vorn bewegen und dann irgendwo einen Gegner mal entdecken, selbst dann kommen wir also mit unseren Regimentsgeschützen da nicht wirklich weit. Ja. Also das dauert ewig, bis wir den Gegner weichgeschossen haben. Deshalb bin ich hier eher für die zweite Option, und zwar ist es wirklich den Gegner ja, zahlenmäßig, sage ich mal, zu überwältigen. Ich hoffe ja doch, dass wir dem Gegner zahlenmäßig überlegen sind. Und da werden wir also schauen, dass wir möglichst Situationen schaffen und ausnutzen, wo wir mit zwei in unserer Einheiten gegen eine Feindeinheit kämpfen können. Oder, also natürlich, je mehr umso besser, aber zumindest 2 zu 1. Weil das kann man sich in der Regel nicht lang leisten. Ja? Da nimmt man einfach zu viel Schaden, zu viel Müdigkeit. Da muss sich der Gegner einfach zurückziehen. Falls er stehen bleibt, riskiert er außerdem einen Sturmangriff und der kann seine Linien dann völlig durcheinander bringen. Was man wohlgemerkt nicht machen sollte eher, ist es, mit zwei Bataillonen in einem Hex sich zu konzentrieren und gegen den Feind zu kämpfen. Warum? In Japan 1945 wird die alternative Indirect Fire Regel angewandt. Das heißt also, dass Artillerie und auch Kleinkaliberfeuer immer alle Einheiten betrifft, die in einem Hex positioniert sind. Das heißt, man sollte wirklich vermeiden, zu viel Infanterie in einem Hex zu konzentrieren. Ja? Deswegen lieber eben Situationen suchen, wo man mehrere Hexes gegen einen einzigen Gegner bekommen kann. Ja? Der Nachteil ist hier bei dieser Taktik ein bisschen der, dass die Annäherung halt sehr riskant ist. Das heißt, ich bewege mich da mit ganzen Bataillonen ziemlich aggressiv nach vorne. Und wenn dann da eine Feindeinheit steht zum Beispiel, kann die natürlich Gelegenheitsfeuer auf mich abgeben und da kann es sein, dass meine Einheit disrupted. So, disrupted Einheiten haben nur 50% Feuerkraft. Das heißt, wenn einem das unglücklicherweise gleich zweimal passiert, hat man dann eben statt einem 2 zu 1 Verhältnis an Feuerkraft nur mal ein 1 zu 1 Verhältnis, wobei die Amerikaner dann wie gesagt bessere Feuerkraft haben. Und dann muss man sich überlegen, ob man das lang durchhält. Da bin ich aber halbwegs zuversichtlich, weil meine Infanterie doch recht gute Moral hat. Ja, das ist da wichtig. Das heißt, selbst falls wir disrupten und Verluste nehmen, stehen die Chancen dann relativ gut, dass sich die Einheit halbwegs zeitnah in ein, zwei Runden vielleicht wieder erholt und dann also wieder 100% Feuerkraft hat. Ja.
Also wir müssen schauen, dass wir natürlich unsere Regimentsstabseinheiten da ganz vorne mit dabei haben, die sind da wichtig. Wir müssen auch schauen, dass wir erschöpfte Einheiten rotieren lassen, gegebenenfalls. Das hängt eben auch davon ab, wie viele Gegner wir haben, wie viel Frontbreite wir wirklich besetzen müssen. Vielleicht können wir dann so einzelne Reserven bilden bei den Regimentern in einem Bataillon. Das schauen wir uns dann noch an. Aber im Wesentlichen ist wirklich die Taktik jetzt da mal ziemlich aggressiv mit den Bataillonen vorzugehen, versuchen Gegner zu flankieren und zahlenmäßig Überlegenheiten auszunutzen. Okay, ja, dann werde ich mal meinen ersten Zug machen. Wie gesagt, ich werde jetzt da mal mich auf breiter Front vorbewegen und weil das wahrscheinlich zumindest am Anfang auch ziemlich langweilig ist zum Zuschauen, dann werde ich das ein bisschen beschleunigen und vielleicht nur irgendwie die besonderen Vorkommnisse besonders hervorheben. Ja, halt's mal die Daumen und viel Spaß beim Zuschauen, falls ihr mit dabei bleibt. Vale.